Auf den roten Teppichen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin präsentieren sich die Stars und Sternchen eigentlich in extra heißen Fummeln oder stellen ihre neuesten Designerkleider zur Schau. Doch Colleen Ullmann-Fernandes entschied sich für ein ziemlich ungewöhnliches Outfit. Bei Sommertemperaturen in der Hauptstadt kam die Moderatorin in einem hochgeschlossenen dunkelblauen Mantel zur Michalski Style Night. Hat sie wohl etwas zu verstecken? Da wird sich doch wohl kein Babybauch unter dem Mantel wölben. Im Interview mit bunte.de klärt die Frau von Schauspieler Christian Ullmann auf. Ich war auf Mallorca und habe die Moderation für The Dome Summer aufgezeichnet und ich hatte beim Dreh so ein Netzoberteil an und das Netzoberteil hat sich leider in Rot auf meiner Haut verewigt. Also es sieht ganz schlimm aus. Es ist nicht mal eine große Sonnenbrandfläche, sondern einfach so ein merkwürdiges Muster, was man nicht so richtig zuordnen kann. Und ich meine, es ist Fashion Week, da muss man irgendwie gut aussehen, da kann man nicht so komische rote Flecken auf der Schulter haben und deswegen habe ich was Langärmeliges angezogen. Und da ist auch wirklich kein Babybauch unter dem Mantel versteckt? Nein, ich bin nicht schwanger, ich habe einfach eine Sonnenbrand. Schade aber auch, ihre 4-jährige Tochter, die 34-Jährige vehement aus der Öffentlichkeit raushält, hätte sich bestimmt über einen Spielgefährten gefreut. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.